Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute soll es um das Thema Elternzeit gehen und warum das Ganze ein Fluch und auch ein Segen sein kann. Ja, meine Elternzeit mit Svea wird ungefähr doppelt so lang gehen wie die mit Vince. Also bei Vince war es so, dass ich jetzt quasi schon wieder arbeiten war. Und das war zu diesem Zeitpunkt für mich auch nötig. Damals bei Vince habe ich mich als Person verloren. Komplett. Also ich war wirklich nur noch Mama. Das hat Manu auch ganz, ganz stark festgestellt. Also da gab es wirklich keine andere Person mehr daneben. Ich war wirklich nur Mama. Und deswegen bin ich dann auch so zeitig wieder halbtags arbeiten gegangen. Das war so, dass ich Früh- und Spätschicht hatte und Manu ja auch im Dreischichtsystem gearbeitet hat. Das heißt, wir konnten uns da reinteilen in die Betreuung von Vince. Er ist ja dann erst mit 14 Monaten in den Kindergarten gegangen und ab diesem Zeitpunkt bin ich dann auch nur noch vormittags arbeiten gegangen. Für Vince war in der Zeit mit Vince war die Elternzeit für mich viel, 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 viel schwerer, als sie jetzt mit Svea ist. Deswegen kann ich so sagen, in der Zeit mit Vince war es die größte Zeit für mich ein Fluch und jetzt mit Svea ist es zum größten Teil doch ein Segen. Damals bei Vince war wirklich das Problem, dass ich halt in diese Mutterschaft reingerutscht bin und komplett mit dieser Thematik konfrontiert wurde. In den ersten Monaten bist du nur noch Mutter. Da gibt es dich als Person eigentlich nicht mehr. Also ich habe mich komplett aufgegeben und verloren. Ich habe kaum noch was gemacht, was für mich als Person, nur für mich, mir Spaß gemacht hat. Und ich habe das viel zu spät gemerkt, dass es so war. Ich bin halt auch natürlich total in meiner Mutterrolle aufgegangen. Ich habe das geliebt, viel Zeit mit ihm zu verbringen. Aber dadurch war es dann ab diesem Punkt, also ab ungefähr 9, 10 Monaten, war es wirklich sehr, 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 sehr schwer. Und das hat dann auch so in der Kommunikation zwischen uns, zwischen Vince und mir irgendwie nicht mehr so hingehauen. Also bei ihm war es frühzeitig so, dass er das Interesse an mir und an dem, was ich ihm an spielerischen Möglichkeiten geboten habe, verloren habe. Also es war halt so, 15 Minuten im Wohnzimmer spielen, dann ging das bei ihm gar nicht mehr, dann 15 Minuten im Kinderzimmer spielen, dann 15 Minuten rausgehen in den Garten. Es musste immer so eine Abwechslung sein, wirklich in kürzeren Abständen. Und das war auch einfach, weil ich, so rückblickend kann man das sagen, damals habe ich das nicht so bemerkt, einfach völlig ausgelaugt war. Also weil es halt mich als Person, mich als Julia nicht mehr gab, woraus ich hätte Kraft schöpfen können. Und deswegen war es damals bitter nötig, dass ich halt wirklich da arbeiten gegangen bin und er dann auch in den Kindergarten gegangen ist. Jetzt mit Svea ist das ganz, ganz anders. Also am Anfang, wer meinen Mai-Vlog verfolgt hat, der weiß, ich hatte am Anfang auch große Probleme. Es ist das zweite Kind und dennoch rutscht man wieder in diese Situation hinein, dass man sich erstmal wieder als Person komplett aufgeben muss, weil man einfach für sich selbst keine Zeit hat. Das Ding war, warum das wieder so ein krasser Sprung war, nicht so krass wie bei Vince, aber man hat sich ja dadurch, dass er nun auch schon 3 war und viel alleine machen konnte, doch wieder eine gewisse Selbstständigkeit und ein eigenes Leben aufgebaut, dadurch, dass man auch arbeiten war, er im Kindergarten war. Und das fiel halt jetzt wieder alles zusammen, weil ich jetzt dann plötzlich doch wieder nur noch Mutter war. Und das war in den ersten Monaten wieder sehr, 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 sehr schwer. Und das hat sich erst wieder so ein bisschen gelegt. Das fing so Ende letzten Jahres an. Ihr wisst, ich hatte im Oktober so einen kompletten Absturz, könnte man sagen. Und erst danach, da kam mir das dann auch wieder. Also da wurde mir wieder bewusst, dass ich mich auch um mich selbst kümmern muss. Und da ging das dann wieder langsam los. Und jetzt mittlerweile habe ich da echt so ein gutes Pensum gefunden. Und am Anfang, wo ich mit Svea in die Elternzeit gegangen bin, habe ich schon die Monate gezählt, wirklich, wann sie in den Kindergarten gehen würde. Und damals wusste ich ja schon, dass ich eine längere Elternzeit haben würde. Geplant waren 1,5 Jahre, daraus wurden halt jetzt fast 2 Jahre. Genau, geplant war, dass Svea im September 2017 in den Kindergarten geht. Und schon das war für mich am Anfang eine unvorstellbar lange, lange Zeit. Und ich habe immer wieder den Gedanken gehabt, wie sollst du das nur schaffen? Und irgendwann könnt ihr euch beide nicht mehr haben, dann bist du nur noch genervt und sie ist von dir genervt und sie hat keinen Bock mehr auf dich. Also ich habe mir da wirklich solche Gedanken gemacht. Und dann kam halt dieser Punkt, wo gesagt wurde, okay, wir haben den Kindergartenplatz erst ab Januar 2018. Und das war für mich erstmal so wirklich wie so ein Schlag vors Gesicht, weil ich dachte, nein,
Ich fand September schon eine lange Zeit und jetzt soll ich noch bis Januar warten. Und dann habe ich aber den Blickwinkel geändert, was ich halt in den letzten Monaten auch gelernt habe, dass man in manchen Situationen einfach den Blickwinkel ändern muss. Und ich habe mir gedacht, ich werde nie wieder so viel Zeit mit Svea haben wie jetzt. Nie, nie wieder. Und deswegen ist die Elternzeit ein Segen. Ihr werdet nie, nie wieder so viel Zeit mit eurem Kind verbringen wie in eurer Elternzeit. Nie wieder. Und rückblickend ist es schade, dass ich mit Vince wirklich nur 10 Monate zusammen habe. Und mit Svea werden es, jetzt muss ich überlegen, mit Svea werden es dann 21 Monate sein. Also mit Svea werde ich 21 Monate dann zusammen verbracht haben. Und jetzt bin ich so durch dieses Umdenken richtig glücklich darüber. Ich freue mich darauf, auf diese Zeit, die uns noch bevorsteht. Natürlich habe ich manchmal auch so Gedanken wie, wir haben noch einen Winter vor uns. Und den Winter finde ich mit Kindern immer so ein bisschen, gerade mit sehr kleinen Kindern, eine schwierige Zeit, weil man nicht so viel rausgehen kann. Es ist nicht so angenehm, in den Zoo zu gehen oder auf den Spielplatz zu gehen. Ihr wisst, dann sind die viel krank, da kann man dann auch nicht ins Schwimmbad viel gehen oder so. Davor habe ich schon manchmal noch so ein bisschen, aber andererseits, warum sollte ich jetzt schon daran denken? Da wird mir dann schon was einfallen. Und bei Svea merke ich, es ist nicht so schlimm wie bei Vince mit dieser, also bei ihm habe ich dann auch gesagt, es ist Zeit, dass er in den Kindergarten kommt. Er braucht das mit den anderen Kindern und diese Abwechslung und ich kann ihm das nicht mehr bieten, was er wahrscheinlich an Input braucht. Und bei Svea habe ich das gar nicht, überhaupt nicht. Die ist total entspannt, die kann sich hier mitunter, also die Hauptsache ist, ich sitze im Raum. Also ich muss im selben Raum sein, aber ich muss mich nicht mit ihr beschäftigen. Hauptsache, ich sitze da, sie weiß, dass ich da bin und dann spielt die hier um mich rum locker eine Stunde. Alleine, völlig, die kommt immer mal wieder zu mir und dann laufen wir ein bisschen und wir kuscheln ein bisschen, aber dann geht sie halt auch wieder und spielt wieder. Und das bin ich von Vince überhaupt nicht gewöhnt, gar nicht, aber ich bin als Mutter auch entspannter und ich bin nicht nur Mutter, ich bin auch Julia. Ich achte im Moment da ganz, ganz stark drauf und ich glaube, das macht mich entspannter, lässt mich ruhiger wirken und das merkt das Kind. Und ich glaube, deswegen ist dieser Unterschied zwischen dieser Zeit mit Vince in der Elternzeit und dieser Zeit jetzt mit Svea. Jetzt erachte ich das als Segen, weil ich nie wieder so viel Zeit mit ihr verbringen kann und ich das wirklich auch schätze und das genieße und auskoste. Und auf der anderen Seite achte ich aber darauf, dass ich nicht nur Mutter bin, dass ich wirklich ab dem Zeitpunkt, wo die Kinder im Bett bin, ich bin. Natürlich besteht diese Zeit in 70% der Abenden daraus, dass ich arbeite. Aber dann arbeite ich an etwas, an einem großen Projekt von mir, mir persönlich. Das hat dann auch nichts mit mir als Mutter zu tun, sondern mir persönlich. Und ich brenne dafür und ich mache das gerne. Und ich sitze dafür gerne abends, wenn die Kinder im Bett sind, nochmal 2-3 Stunden und mache das, weil mir das Spaß macht. Und das ist dieser Punkt, das mache ich nur für mich, für niemanden anderen. Und das ist etwas, woraus ich Energie ziehen kann für die Zeit dann wieder mit Svea. Ich brauche auch diese Balance zwischen Mama sein und halt die meiste Zeit mit einem Baby verbringen. Was auch nochmal so ein Ding ist in der Elternzeit, die Person, mit der ihr am meisten Kontakt habt, ist halt ein Baby. Und das merkt man auch. Ich merke, wie gut mir das tut, wenn halt dann doch mal eine Freundin zum Frühstücken kommt und ihr einen Erwachsenen habt, mit dem ihr euch unterhalten könnt. Also man verliert so ein bisschen den Kontakt zu Erwachsenen auch in dieser Elternzeit. Und jetzt habe ich den Faden verloren, was ich gerade gesagt habe. Genau, also in dieser Zeit, wo ich halt Mutter bin und nur Kontakt habe mit einem Baby. Und wenn die dann im Bett sind, dann bin ich Julia und habe Kontakt mit mir oder mit anderen Erwachsenen. Was damit zu tun hat, dass ich entweder meine Abende mit Manu verbringe, mit Freunden verbringe oder durch Erwachsene, die etwas mit meinem Beruf zu tun haben. Einfach so, dass man da in Kontakt ist. Und dieser Ausgleich, dass ich diesen Ausgleich schaffe, ist ganz, ganz wichtig für mich. Und das habe ich in dieser zweiten Elternzeit absolut gelernt und kann ich euch nur empfehlen. Das ist was, was ich halt beim ersten Mal aus dem Blick verloren habe. Also ich habe mich aus dem Blick verloren, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen und als es dann zu spät war, als ich es erkannt habe, war es zu spät und dann konnte ich das auch nicht mehr aufhängen. Ich glaube, ich habe eine ganz intensive Zeit mit Vince vielleicht sogar verpasst, weil ich mich nicht so darauf einlassen konnte und ich nie den Gedanken hatte, ich werde nie wieder so viel Zeit mit ihm verbringen können. Und jetzt bei Svea möchte ich es halt einfach besser machen und dadurch, dass ich dieses Wissen habe, ich bin dankbar jetzt für diese doch viel, viel längere Elternzeit, als sie geplant war. Ich bin dankbar dafür, dankbar für die Zeit mit ihr.
Und das macht mich entspannter, macht mich relaxter und dadurch läuft es halt einfach auch super gut. Aber ihr habt halt immer das, natürlich ist es toll, viel Zeit mit dem Kind verbringen zu können, dass euer Job darin besteht, euch um euer Kind zu kümmern und nicht von 8 bis 16 Uhr irgendwo im Büro zu sitzen. Natürlich ist das ein Segen, auf jeden Fall. Aber es ist auch ein Fluch, weil man ganz schnell in dieses Hamsterrad gerät und nur noch Mutter ist und nicht mehr diese Person, die man davor war. Und halt dass man natürlich ein bisschen abgeschotteter ist, dass man nicht so viel Zeit mit Erwachsenen natürlich verbringt, wie wenn man arbeiten gehen würde. Ich meine, Manu ist halt von früh bis Nachmittag mit Erwachsenen umgeben, ne? Also der unterhält sich mit seinen Arbeitskollegen und der trinkt da mal einen Kaffee und hat da seine Patienten. Und das kann der gar nicht nachvollziehen, wie sehr ich das dann manchmal schätze, wenn dann halt auch Freunde zu mir kommen oder wenn er am Wochenende da ist und ich wirklich mal einen Erwachsenen habe, mit dem ich mich unterhalten kann. Und ja, da ist dann irgendwie so ein Fluch und es ist ja auch immer dieselbe Routine. Also so im Oktober hatte ich auch ganz stark damit zu kämpfen, dass es immer dasselbe ist. Also dass du früh die Augen aufmachst, da schreit schon ein Kind im Kinderzimmer und du musst sofort hoch, sofort musst du präsent sein und sofort tun für dieses Kind. Also du ziehst dich an, dann musst du schnell rüber und dich um das Baby kümmern. Und während du dich dann schnell so nebenbei im Badezimmer fertig machst, ja, jede Mama kennt das, während man auf der Toilette sitzt, hat man ein Baby auf dem Schoß und während man Zähne putzt, hängt das Baby einen am Bein, ja. Das sind keine entspannten Zeiten, überhaupt gar nicht. Und das ist super anstrengend manchmal, ja. Und man funktioniert dann für dieses Baby. Und es ist wirklich immer dieser selbe Rhythmus und Ablauf, was ja wichtig für Svea in dem Fall ist, ja. Das Aufstehen, in Ruhe den Tag beginnen, frühstücken, rausgehen, dann Mittagessen, Mittagsschlaf. Ja, ihr wisst schon. Und das ist manchmal echt ein Fluch, weil ich eigentlich überhaupt nicht der Typ bin. Ich möchte gerne früh erstmal ganz, ganz anders starten. Also am liebsten würde ich früh mit einer Meditation beginnen und dann würde ich gerne Sport machen. Ich würde gerne ganz ruhig in meinen Tag starten. Und das geht aber halt einfach nicht. Da muss ich halt auch Kompromisse eingehen. Und diese Elternzeit, die zwingt einen auch so ein bisschen dazu, sich zurückzunehmen und das halt in dem Moment so zu machen, wie es natürlich für das Kind auch besser ist. Und dementsprechend ist es an manchen Tagen wirklich, wirklich ein Fluch. Ich habe mich in letzter Zeit auch viel mit Müttern darüber unterhalten, halt wirklich, dass uns diese Routine sehr, sehr, sehr zu schaffen macht, manchmal einfach, ja. Dass jeder Tag der gleiche ist und dass man halt nicht so viele Möglichkeiten hat. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber du kannst ja mit ihr dahin fahren und dorthin fahren. Ja, wir hatten gerade Winter. Ich hatte manchmal Tage, da konnte ich nicht mal mit dem Kinderwagen raus, weil einfach so viel Schnee lag, dass es einfach nicht möglich war, ja. Oder jetzt haben wir seit Tagen Regen. Es regnet übrigens gerade schon wieder. Und da gehe ich nicht in den Tierpark und ich gehe bestimmt auch nicht auf den Spielplatz schaukeln, ja. Das sind einfach so, wo man dann eingeschränkt ist. Und da habe ich aber jetzt auch wieder für mich in das neue Jahr mitgenommen, dass wir viel reisen werden. Also wir werden im April mit Manu für 3 Tage verreisen. Da werden wir nach Wien fahren. Und das ist im April. Dann im Juni fahren wir eine Woche in den Urlaub. Im August fahren wir dann nochmal 10 Tage an die Ostsee. Dann wollen wir im September, Oktober nochmal mit Freunden in den Urlaub fahren. Also dieses dann wirklich bewusst aus diesem Alltag auch rauskommen, damit ich rauskomme aus dieser Routine. Das ist halt auch ganz, 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 ganz wichtig. Genau, und das ist das, was ich so in meinen 2 Elternzeiten gelernt habe, was ich verändert habe. Und ich hoffe, ich konnte vielleicht Müttern jetzt so ein bisschen einen Anreiz geben, die vielleicht in dieser Situation stecken, wo ich in der ersten Elternzeit gesteckt habe oder die vielleicht jetzt noch gar nicht für sich erkannt haben. Also reflektiert das mal. Und wirklich dieser Gedanke, das ist das, was ich mit diesem Video mitgeben möchte. Ihr werdet nie wieder so viel Zeit mit eurem Kind verbringen wie jetzt. Und das holt euch aus jeder Tiefphase wieder raus, wenn ihr diesen Gedanken habt. Ihr werdet nie wieder für so viel Zeit mit eurem Kind verbringen können. Und deswegen nutzt diese Zeit und genießt diese Zeit und macht das Beste daraus. Und wenn es Scheißtage gibt, dann akzeptiert diese Scheißtage, wirklich akzeptiert es, nehmt es so hin. Und es sind nur Phasen. Wie sagt man so schön bei Babys? Es sind nur Phasen. Es geht wieder vorbei, es wird wieder besser. Und genauso ist es dann auch in der Mutterschaft. Es sind nur Phasen. Es wird immer besser. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich freue mich jetzt sehr auf eure Kommentare, wie es euch ging in der Elternzeit. Seht ihr die Elternzeit auch manchmal als Fluch oder ist es für euch wirklich vielleicht nur ein Segen? Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf den Austausch mit euch und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.